Was geht, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Part von Octopath Traveler. Ich speichere jetzt einfach mal, weil ich keine Ahnung habe. Aber ist ja auch egal. Stillschnee, wir wollten jetzt, glaube ich, dann Richtung Therion gehen, ne? Oberic ist ab Stufe 27. Therion wäre schon besser. Jetzt müssen wir aber erstmal zur Brauerei, dann Primrose ersetzen. Wollen wir ihre Zweitlaufbahn erstmal? Kann man überhaupt wegmachen? Wenn sie das wieder hinkriegt. Okay, die hätte die Laufbahn aber wieder. Okay. Das ist wirklich interessant. Sollen wir dann noch. Erhöht das Tempo eines. Ja, ist okay. Energieschub. Ich hatte in jeder Runde eine bestimmte Menge FP. Alter, das ist ein mega awesome. Wir wechseln jetzt auf jeden Fall die Primrose gegen. So, erstmal die Jäger-Ding weg. So, dann Therion, Primrose weg. Jetzt müssen wir aber mit Therion noch ein bisschen leveln, ne? So geht das nämlich nicht, ne? Jetzt müssen wir erstmal auch noch uns alle voll heilen. Ich habe hoffentlich mit dir geredet und das die Nebenquest gestartet. Haben wir Geld, wir haben 14.000, dann kann ich ihnen bestimmt noch eine Waffe kaufen. Ein Kettenbrecher, das war doch nicht schlecht schon mal. Ausweichen ist zwar nicht so gut, aber das juckt jetzt erstmal nicht. 2000 bringt jetzt auch nichts. Erstmal voll heilen. Aber ich denke, Therion braucht auf jeden Fall seine neue Weste, aber erstmal nicht. Das wird jetzt erstmal, denke ich mal, nichts werden. Irgendwie so eine Rüstung oder so, das können wir jetzt erstmal noch nicht, uns nicht leisten. Und haben halt kein Geld mehr. Jetzt müssen wir den ganzen Weg links lang und dann. Okay, erstmal ganz halt links. Was hast du für Schneemänner hier? Lalalalala. Down, down, down. Wir können aber speichern und ich würde jetzt erstmal gegen ein Monster antreten wollen. Hier ist noch eine Schatztruhe, die ich nicht mitgenommen habe. Gut, für Therion ist das gut, dass wir jetzt erstmal gegen ein paar Viecher antreten hier. Muss ich ja leveln. Bitte greift nicht Therion an. Das wäre sehr nett. So, zack. Geh in. Ja, bam, bam, Alter. Aber sein Dolch macht richtig Damage. Jetzt machen wir erstmal Feuersturm. Und nochmal Feuersturm und tschüss. Easy, guys, easy. Therion bekommt jetzt auch XP. Ja, der kriegt richtig viel dadurch. Der kriegt richtig viel. Der ist schon Stufe 10. Aber das wird, denke ich, noch trotzdem noch ein bisschen dauern mit denen. Okay, ich muss nach oben. Ihr seht schon, wir müssen jetzt den ganzen Weg nochmal nach oben. Und jetzt geht es wahrscheinlich hier nach östlicher Victor's Cool Weg. Da sind sogar noch stärkere Monster, die auf uns warten. So, jetzt müssen wir nach unten, ne? Genau, wir müssen nach unten. Bitches. Okay, aber jetzt kommen weniger starke Viecher. Na gut, es ist ein bisschen scheiße für ihn zu leveln, aber so ist das nun mal. Was soll man da jetzt großartig machen? Und ich sehe schon wieder überhaupt nichts. Mann, was ist das für eine Gammelgegend? Sehe nix. Mann, sieht hier nix. Was ist denn das? Was machen denn die für Wege hier? Hä? Ja, siehst ja gar nichts. Was ist denn das? Egal, wir besiegen auf jeden Fall dieses scheiß Schwein hier. Dum, dum, da, dum, dum. Und jetzt haben wir noch eine ganze Schwäche herausgefunden. Nice.
Der hat ja auch noch ein Schwert. Victory shall be mine. Bah! Tja, noch eine Axt in deine Fresse, Bitch. Rede nicht. Oh, noch zweimal direkt in die Fresse. So, jetzt sind die leider tot. Tschüss. Beide easy tot. Ich denke, Theron levelt sich trotzdem, oder? Yes, nice, boy. Den müssen wir auf jeden Fall noch leveln. Mann, was ist denn das für ein Gammelweg? Alter, man sieht da gar nichts. Was für ein Scheiß. Hier entlang. Ja, hier entlang. Alter, was ist das für ein Weg? Ey, ich hasse diesen Swarky-Weg. Das Waldgegend geht mir voll auf den Sack. Die nervt ja einfach nur. Die ist ja nicht mal wirklich cool oder so. Ist einfach nur nervig. Was ist denn das? Mann, ist das nervig, Alter. Jetzt kannst du mal aufhören. Es kommen auch nicht mal Gegner, Alter. Was ist denn das? Aber wenigstens immer ein Flammholt in der Nähe. Da sind wenigstens keine... Wenigstens kein, das ist kein Huso-Weg. Sieht man wenigstens alles. Meine Güte, so ist das doch viel angenehmer. Das andere war viel zu unangenehm. Kommen jetzt auch mal Gegner, dankeschön. Und ja, ihr werdet bestimmt in die Kommentare schreiben, ja, dann mach's doch aus. Dann macht doch die Cyrus-Fähigkeit aus, dass der weniger Gegner spawnen lässt. Ja, das sollte ich echt mal machen. Denke ich gerade drüber auch nach. So, mit dem Stab, wir haben einen scheiß Stab. Der macht halt trotzdem Damage, was ist denn das? Awesome. Schwert bringt mir absolut nichts, doch ich auch nicht. Was hat der hier Feuer? Why not, mate? Zack. Haben wir erstmal den ausgeschaltet und jetzt Feuersturm und dann sind alle weg. Zack, dann sind erstmal alle hier geschwächt. Ein Bruch eher gesagt, mate. Und das eine ist schon tot. Mann ist schon tot. Tschüss. Viel zu stark für dich. Cyrus ist sogar ein Level aufgestiegen, wie... Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der aufsteigt. Awesome, Mariko, yay. Ich mach das, glaube ich, echt von Cyrus weg. Wir müssen auf jeden Fall uns leveln. Das will ich auf jeden Fall jetzt machen. Fertigkeiten, Hilfsfertigkeiten. Das war bei Cyrus. Dann machen wir erstmal Beharrlichkeit. Denn wir wollen uns ja leveln. Ab nach Richtung rechts, Mate. Oder müssen wir nach oben und dann nach rechts? Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier genau war. Nein, kein Stab. Yes. Was? Den Stab benutzen, sorry. Bei dem haben wir auch den Stab. Tschüss. Feuer können wir ja noch bei dem einen benutzen, dann ist der schon mal schwach. Jäger können wir jetzt nicht viel machen, ne? Den Typen können wir nicht schwächen. Nee. Nur mit dem Donnervogel, aber nur um eins. Der ist jetzt nicht tot, aber... Victory shall be mine. Wenn ich aber gelehrte Fertigkeiten mache und Feuer, dann ist ein tot. Sind alle tot. Easy, mate. Aber keiner kriegt XP von diesen Wix-Viechern. Und ich glaube, das ging echt nach Flammhult, ne? Hier. Und da will ich eigentlich gar nicht hin und warum kommt jetzt ein Gegner wieder? Ich glaube, das hat sich echt nicht gelohnt.
Ich glaube, das lohnt sich halt echt nicht so wirklich. Zack. Feuersturm, Mate. Bums. Dums. Eine Fläche schon Torte. Und Torte. Und ist eine Torte. Ja, die bekommen halt echt wenig XP. Und wir wollen auch nicht nach Flammholt, jetzt geh nach oben. Du gehst jetzt nach oben, du Anus. Wir begegnen auf jeden Fall ziemlich viel mehr Monstern, aber eigentlich will ich gar nicht gegen diese Monster kämpfen, deswegen tue ich das auch gleich wieder raus. Ich tue das, glaube ich, echt wieder raus. Das war echt blöd eigentlich von mir. Zack. So, schwächen wir den erstmal und dann machen wir Feuersturm. Mit Cyrus. Zack. Bam. Jetzt ist nämlich jeder auf 2 und wenn wir Feuersturm machen, dann trifft es ja jeden hier. So, Feuersturm, zack. Boah. Jetzt nehme ich alle schwach und dann macht Cyrus den Rest. Tschüss. Boom. Boom. Easy, mate. Das ist einfach nur easy. Aber wir bekommen halt echt sehr, sehr, sehr wenig XP dadurch. Ich glaube, das liegt vielleicht an der Variante, weil wir die zu schnell umbringen. Und ich sollte, dass wir das mal, die Hilfsfähigkeit jetzt mal hier ausgerüstet haben. Weil diese Viecher sind echt viel zu schwach fürs Leveln. Das ist echt nicht so meins. Ist überhaupt nicht. Das ist nicht cool. Das bringt gar nichts. Lauffeuer ist nicht so gut. Der hat ja sonst nichts drauf, ne? Dann könnte ich ja wenigstens den schon mal auslocken. Den anderen kann ich ja eh nicht schwächen. Das geht nicht. Also, das funktioniert nicht, Mates. Geht nicht. Sorry. Dein ist zwar noch nicht tot, aber das juckt jetzt nicht. Ich habe auch einen Blitzeinschlag. Warum ich? Cyrus soll auch auf jeden Fall so einen Blitzschlag können. Boom, tschüss. Alter, jetzt macht er gar keinen Damage. Where's the nearest tavern? Was ist denn mit denen? Der will sich schon wieder besaufen, oder was? Atlas-Damm-Ebenen. Will jetzt auch noch nicht sein. Ich will rechts sein. Natürlich, da rechts hin. Nicht die diese politische Orientierung. Auf keinen Fall, Jungs. Und ich glaube, wir mussten jetzt da hoch, oder nicht? Westliche Edelhof-Ebenen. Und dann geht man nach rechts oder so. War das so? Aber hier kann man sich erstmal schön leveln. Als ob der keine lernen kann. Cyrus braucht 3000, aber 1000 für das hier. Nee, also ist nicht so wichtig gerade. Ich spare jetzt lieber hier, dass der auch den Blitzeinschlag kann. Der soll lieber den Blitzeinschlag können. Wobei, wenn man hier... Nee, der soll den Blitzeinschlag können. Ach, hier war die Höhle, dann ging es da oben irgendwie dann zu Edelhof hin. Aber also, diese Leute. Baby. 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 Yeah, verpiss dich, yeah. Klerikerfähigkeit, das bringt mir nichts. Ich liebe diese Fähigkeit. Ich feiere es.
Feier die Musik auf jeden Fall, die ist super. Wir können diesem Schaf gar nichts anhaben. Das ist echt traurig. Ich kann ihn nur mit dem Bogen angreifen. Aber wir können es auf jeden Fall so, glaube ich, besiegen. Nachtrabe ist so oder so tot. Den Schaf habe ich nichts an. Bam, nimm ruhig, Mate. Ich kann dir nichts anhaben, was ist denn das? Jetzt fick mal dich, Aris. Bam. Sehr gut. Also gegen das Schaf stinken wir halt echt gewaltig ab, muss ich ehrlich sagen. Gegen dieses scheiß Schaf stinken wir komplett ab. Boah. Aber dafür können wir diesen Nachtraben easy besiegen. Wir haben halt echt nur durch... Das ist echt problematisch jetzt gerade. Ich kann nur das Viech angreifen, das andere Viech bringt mir nichts. Also ich kann dem nichts anhaben. Schneesturm, bam, bam. Macht dann einfach gar kein Damage an ihn. Boom. Nix Viech. Nur dafür stirbt das jetzt schon mal hier. Tschüss. Das kann man ja nicht angreifen. Natürlich, Honey schläft, die am wichtigsten ist für uns. Was ist denn das? Warum schläft die jetzt, Mann? Alter, was ist mit den Wichser? Geht's mir langsam echt auf den Sack, man. I grow stronger. Aber mit Terror müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr gelevelt sein. Das stimmt, ich hatte hier etwas zu erledigen. Die Stadt betreten, ohne die Geschichte zu beginnen. Ihr könnt sie zu einem späteren Zweitbegrund beginnen lassen. Ach so, aber gut, ist eine empfohlene Stufe 40. Viel zu krass. Heilen auf jeden Fall ist das mal angesagt. Wir haben 3900, okay. Wie viel hat es jetzt gekostet? 200? Ja, 100 noch was. Ja, auf jeden Fall speichern und ich denke, das war's dann auch mit diesen Parts. Oder wie lang ging der Part jetzt? Ich habe keine Ahnung. Oder wollen wir wenigstens die Geschichte noch anfangen lassen? Ah, Jäger kann ich den jetzt geben. So awesome. Ach, aber Jäger will ich gar nicht. Aber der hätte auch einen Bogen, warum nicht? Doch, das will ich, Alter, sowas von. Okay, auf jeden Fall Donner. Tellereisen ist mega geil, Mann. Ohne Scheiß. Was bringt Sinne schärfen? Okay, das ist halt nicht so. Nicht so nützlich, weil wir das ja schon hier ausgerüstet haben. Sinne schärfen. Es braucht ja nur ein Gruppenmitglied.
Ja, mit Cyrus warten wir ja, bis wir hier den Blitzeinschlag auch machen können. Ja gut, meine Damen und Herren. Dann belassen wir uns jetzt echt mit diesem Part. Ich denke, das sind 19 Minuten oder so. 19 Minuten Part, 20 Minuten so ungefähr jetzt schon. Ja, bisher ist mal ein kürzerer Part, aber ich denke mal, das ist auch mal okay bei so einem Spiel. Beziehungsweise, ich habe jedes Mal einen Überlängen-Part gemacht hier. Also, es ist auf jeden Fall vertretbar. Ich will jetzt auf jeden Fall nichts Neues anfangen. Im nächsten Part machen wir weiter. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.